Na? Bock auf Populismus? Auf Hard Facts und Thesen mit ganz vielen Ausrufezeichen? Wollt ihr Populistin werden? Mit mir ganz einfach. Unter 10 Minuten 10 einfache Regeln. Zuallererst musst du einen einzigen Grundgedanken verinnerlicht haben. Hier sind wir und dort sind die anderen. Regel Nummer 1 für jeden Populismusanfänger: Erfinde eine Gesellschaft, die nur aus zwei Gruppen besteht. Den Wir und den Anderen. Die wichtigste Bezeichnung für die Wir ist das Volk. Populismus ist Politik für das Volk. Und dieses Volk ist immer und ausschließlich brav, arbeitsam, ehrlich, tüchtig. Keine Spannung, keine Konflikte, keine Probleme. Dieses Volk könnte eigentlich in einer heilen Welt leben. Aber leider, leider gibt es da noch die anderen. Regel Nummer 2: Die Welt ist voller Feinde. Die anderen sind die Feinde. Der Einfachheit halber bestehen die anderen aus drei Teilgruppen. Die da oben, die da draußen und von da draußen und die da unten. Die da oben, die da draußen und von da draußen, die da unten. Für sie alle gilt, die anderen sind eine Gefahr für uns. Wir müssen uns vor den anderen schützen. Wir haben daher das absolute Recht, uns gegen die anderen zu wehren. Regel Nummer 3: Die anderen sind schlecht. Wir sind immer schön, gut, fleißig und wahr. Die anderen sind böse, falsch, schlecht, faul und natürlich hässlich. Und hey, keine Graustufen und Einzelfälle. Die anderen sind so. Basta. Aber nun kommen wir zu dir, denn schließlich du bist das Wichtigste an diesem Projekt. Regel Nummer 4: Werde zum Superstar. Werde zum Super-Wir. Super-Wir ist ein Rebell, eine Heldin, ein Befreier, ein Messias. Du bist die Erlösung. Regel Nummer 5: Verwende eine gefühlvolle Sprache. Politiker appellieren an die Emotionen ihrer Wählerinnen und Wähler. Daher muss das Super-Wir super gut drin sein, bestimmte Emotionen zu erzeugen und in bestimmte Richtungen zu lenken. Benutze dafür eine gefühlvolle Sprache, und zwar in 2 Ausformungen. Für die Wir eine Liebessprache, für die anderen eine Hasssprache. Und wenn sich wer beschwert, easy. Entweder dementiere überhaupt irgendetwas gesagt zu haben oder beschimpfe den Störer als überkorrekte Spaßbremse, ganz frei nach dem Motto: Das wird man ja wohl nur sagen dürfen. Regel Nummer 6: Gib herkömmlichen Begriffen eine neue Bedeutung. Beispiel: Kaninchen. Ihr seht ein süßes, puscheliges Schlappöhrchen. Das sind Köttelkacken, der aggressive Rammler. Zukunft. Ihr denkt an eine strahlende Welt voller Möglichkeiten und Chancen. Die Zukunft ist ein dunkler Nebel voller Unsicherheiten und Gefahren. Regel Nummer 7: Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wie Josef Goebbels schon sagte, das lese ich ab, das ist ein Zitat: Das Volk muss durch ständige Wiederholungen von unseren Anschauungen gänzlich durchdrungen werden. Ja, und er muss es ja wissen als Propagandachef bei den Nazis. Regel Nummer 8: Errege Aufmerksamkeit. Es hilft auch, ab und zu so einen kleinen Frauenwitz, einen Macho-Spruch oder einen Nazi-Spruch einfach zu droppen oder einfach mal zu behaupten, vielleicht gibt's das Virus ja gar nicht. Damit löst du garantiert einen Shitstorm, einen Hype oder eine Kontroverse aus. Auf jeden Fall ganz viel Aufmerksamkeit für dich, das Super-Wir. Nutze dafür die Medien, Fernsehen, Radio, Zeitung und natürlich Regel Nummer 9: Das Internet ist dein Freund. Kritische Medien sind Fake News, Lügenpresse und auf jeden Fall ganz arg gemein zum Super-Wir. Das Schöne am Internet ist, jeder kann alles schreiben oder sagen, auch du. Und mit genug Likes, Retweets und Kommentaren wird dein digitaler Rülpser zur Stimme des Volkes. Nutze also das Internet zur unverfälschten Selbstdarstellung und dabei hilft natürlich immer Regel Nummer 10: Lüge, dass sich die Balken biegen. Fakten und Zahlen, das sind Schall und Rauch. Was haben die schon zu bedeuten? Vertrau auf dein Bauchgefühl. Du darfst keine Scham kennen. Das Wir muss glauben, es kann nur dem Super-Wir vertrauen. Wir vereint im Kampf gegen die anderen. Und jetzt habe ich sogar noch eine kleine Bonusregel für dich für die weitere Zukunft. Regel Nummer 11:
übernimm die Macht. Schließ kritische Medien, setz deine Leute auf die wichtigen Posten in Justiz, Wirtschaft und Politik, sperr nur ein paar unbequeme Menschen ein und schon kannst du ganz in Ruhe und entspannt deine Ideen einer neuen Welt umsetzen. War ein bisschen schnell. Easy, kein Ding. Aktuell kann man im IRL, im Real Life, genauso wie im digitalen Raum ziemlich viele Beispiele dafür sehen. Denn wenn die Welt um einen herum immer komplizierter wird und man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, versucht man Gründe dafür zu finden oder einen Schuldigen. Dann wirkt alles wieder einfacher. Es ist gerade super weird. Wir leben in einer super weirden Zeit. Wir sind alle nervös und unsicher. Und sowas gab es noch nie, deswegen kennt sich keiner von uns aus. Und wir alle würden uns wirklich gerne so ein Ticken mehr orientieren können. Und wisst ihr was, es ist auch völlig okay. Voll okay. Und wenn dann doch einer kommt, der sagt, er kenne sich aus und er wisse es besser als alle anderen und er hätte verlässliche Quellen im Gegensatz zu den anderen, weil in den Medien berichtet da niemand drüber, weil wir sollen es ja auch gar nicht wissen, aber er wüsste Bescheid und er könnte jetzt ganz einfach und ganz kurz in so einfach mal 30 Minuten alles Komplexe ganz easy erklären. Dann will ich euch einfach bitten, Leute, bitte kurz chillen. Wirklich. Und kurz checken, was da wer aufgrund welcher Information aus welcher Quelle jetzt zu welchem Zeitpunkt woher so genau und safe wissen sollte, was kein anderer mitgekriegt hat. Kann das was? Das wäre mir lieb. Und sonst, bleibt gesund. Auch hier und auch da. Ich weiß, es ist mega schwer manchmal. Und wascht euch die Hände. Das ist nämlich gar nicht schwer. What the fuck, macht's einfach, bitte. So, passt auf euch auf. Schaut euch mal ein bisschen um. Sorgt füreinander. Hört einander auch einfach mal schön zu. Und statt die ganze Zeit zu haten und noch mehr Angst zu schüren, vielleicht einfach mal kurz ein bisschen Liebe ballern. Ich denke, das hilft. Dankeschön. www.yes-stuttgart.de